So, wir sind jetzt hier im nächsten Teil des Übens und ich zeige jetzt mal ein paar Tricks, was man dann vielleicht doch ganz schnell mal anwenden kann. Und zwar die Aufgabe heißt zum Beispiel ein Sechstel x plus ein Drittel plus ein Zwölftel und das Ganze soll 0,5 ergeben. Jetzt kommt der Trick. Jetzt einfach lasst mal alles liegen, schaut mal nur her. Herschauen. Jetzt kommt der Trick. Ich müsste doch sowieso hier gleichnamig machen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich nehme alles mal 12. Alles. Und zwar das erste, das zweite, das dritte Glied der linken Seite und natürlich die rechte Seite auch. Ich nehme alles mal 12. Mal sehen, was passiert. Ich schreibe einfach mal hier eine 12 drauf, hier auch, mal 12, mal 12 und hier hinten natürlich auch eine 12. Was passiert dann? Dann kann man hier nämlich ganz schick kürzen, die 6 und die 12. Dann habe ich hier 2x, das kann ich schon mal abschreiben. Hier durch 3, hier ist eine 4, dann ergibt das 4 Eintel. Hier ergibt das 1 Eintel und 0,5 mal 12 ist 6. Ein halb mal 12 ist nur noch 6. Und jetzt bin ich auf einen Schlag der ganzen Lösung nämlich viel näher gekommen. Denn jetzt kann ich sagen, okay, jetzt mache ich in Schwarz weiter. 2x plus 5. Hierzu kann ich 5 sagen. Schwupp. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass ihr euch da überhebt. Weil ich habe hier eine Sauerei gemacht. Ich habe keinen Regiestrich gar nicht gemacht. Da braucht man wirklich dann die Übersicht. Hier habe ich einfach durchgestrichen, so wie beim Kürzen, und habe gesagt, das ist insgesamt 5. Und kann demzufolge schon einfach sagen, plus 5 stört mich, minus 5. 2x ist dann 1, also durch 2. X muss dann ein halb sein. Gibt es dazu Fragen? Die erste Frage war, warum muss ich alles mal 12 nehmen? Ich habe hier mal eine einfache Gleichung hingeschrieben. 5 plus 4 ist 9, das kann sich jeder denken. Und jetzt nehme ich mal einfach alles mal 3. Dann sieht die Gleichung so aus. 5 plus 4 ist 9. Und jetzt überprüfen wir das mal. Mal 3, mal 3, mal 3. 5 mal 3 ist 15, plus 12 soll 9 mal 3 27 ergeben. Jetzt müsste klar sein, weshalb ich jedes einzelne Glied mal 3 nehmen muss. Weshalb ich hier oben jedes der einzelnen Glieder mal 12 nehmen muss. Warum ich es mal 12 nehme? Ist eine ganz andere Geschichte. Das ist der Vorteil, dass ich sagen kann, wenn ich das mal 12 nehme, dann nehme ich es mal der höchsten Zahl, durch die alle anderen auch kürzbar sind. So kann man sich es vorstellen. Aber der Grund, dass ich links und rechts zwar mal 12 nehme, aber hier bei einer Summe alles mal 12 nehmen muss, dürfte hier an dieser einfachen Rechnung klar gewesen sein. Ich kann auch mal die Gegenprobe machen. Nehmen wir mal an, ich nehme bloß 5 mal 3, dann habe ich 15 plus 4 ist 17, 9 mal 3 ist aber 27. Also wenn, dann alle Glieder. Daher kommt das. So, üben wir das ganze Verfahren mal an folgender. X Drittel plus X Siebtel plus 4 soll minus 46 ergeben. Lasst euch mal was einfallen. So ähnlich wie mit dem Trick von vorhin. Alles entsprechend multiplizieren, aber mit einer Zahl, die Brüche gleich von vornherein wegbombardiert. Achtung, alles. So, jetzt haben wir uns geeinigt, mal alles einfach mal 21 zu nehmen. Ob ich sage 21 mal x oder x mal 21, ist komplett egal. Achtung, hier auch. Hier auch. Jetzt kann es aber passieren, dass man sich einen Wolf rechnet. Aber trotzdem, wir probieren es aus und sagen, okay, dann kann ich hier kürzen. Und hier ist es. Schwupp, eine 7. Hier kann ich kürzen und hier ist es eine 3. Sauber abgeschrieben hieße das 7x plus 3x plus 4 mal 21, 4 mal 1 ist 4, also 84. Soll, und jetzt wird es spannend. Und jetzt schreibe ich einfach minus 46 mal 21 hin. Bevor wir uns hier einen Wolf rechnen. Aber na, ihr werdet gleich sehen, dass es ungünstig war, was wir hier gemacht haben. Der Trick, der bietet sich hier nicht an.
Denn hier muss ich minus 46 mal 21 auch noch hinschreiben. Es gibt noch andere Rechentricks, aber ich will euch jetzt nicht total verwirren. Ich müsste also jetzt 84 abziehen. Muss also doch die minus 46 mal 21 ausrechnen. Das ist umständlich, meine Damen und Herren. Noch eine Variante. Vorschlag. Jetzt mal herschauen. Bevor ich mir hier wirklich einen Wolf rechne, machen wir doch mal die beiden Dinger hier. Hier. Machen wir die beiden Dinger doch mal nur gleichnamig. Das heißt nicht, dass wir überall alles mal 21 nehmen, sondern ganz einfach sagen, x Drittel und x Siebtel sind irgendwie 21stel. Und zwar, so müssen die dann heißen, 21stel. Und hier muss ich den ganzen Mist mal 7 nehmen, also habe ich hier 7x und hier habe ich 3x 21stel. Und den Rest, den lasse ich einfach so. Denn jetzt wird es wesentlich leichter. Ich sage, okay, die beiden fasse ich als nächstes zusammen und die 4, die muss auf die andere Seite. Dann hätte ich hier minus 50, also minus 4. Ne? Hier auf der rechten Seite habe ich dann minus 50 stehen. Und hier habe ich 10x 21stel. Jetzt ist es leichter, jetzt sieht man mal 21 Zehntel. Und dann ist es nicht mehr so schlimm. Achtung, nicht an, also immer an das Minus denken. Hier habe ich x. Und jetzt minus, immer schön hinschreiben, 50 mal 21 durch 10. Jetzt sieht man, wie schön man kürzen kann. Schwupp, 1, schwupp, 5. Und der Rest ist jetzt einfach darstellbar. X ist dann minus 5 mal 21, durch 1 kann ich mir schenken, minus 5 mal 20 ist 10, also 100, minus 105. Merkt ihr was? Manchmal ist der Trick nicht günstig. Der Trick ist zwar ganz schick gewesen, aber ich rechne mir hier an solchen Stellen hier einen Wolf. Das wird dann immer größer und dann lohnt es sich nicht. Noch Fragen dazu? So, also nochmal zusammengefasst, nicht übertreiben. Tricks kann man anwenden, aber hier hat es sich nicht gelohnt. Ich werde dann noch eine basteln, wo es sich vielleicht doch lohnt, damit wir das nochmal gemacht haben. Ich würde den Trick an eurer Stelle vorläufig nicht anwenden, sondern so wie auf der rechten Seite ganz einfach gleichnamig machen, ganz tippeltappeltour rechnen, dann habe ich hier bloß noch Kleinigkeiten zu rechnen, dann ist es nicht schlimm. Aber wir wollten jetzt hierfür mal die Probe machen, und zwar diese Gleichung, ich mache mal Pause und schreibe die Gleichung nochmal hin. Jetzt machen wir die Probe für diese Gleichung. Und minus 105 setzen wir statt des x's ein. Also heißt es, minus 105 Drittel plus minus 105, nicht vergessen hier, die minus 105. Schreibt es ruhig so hin, dann sieht man auf jeden Fall, dass die minus 105 eingesetzt wurde und kann dann immer noch mit Plus und Minus gut operieren. Und plus 4 soll dann minus 46 ergeben und das rechnet mal aus. Also bevor man jetzt hier gleichnamig macht, ne, die 105 Drittel und die minus 105 Siebtel, wäre Wahnsinn. Und jetzt haben mich aber die Schüler darauf hingewiesen, wenn ich schon durchstreiche, dann ist es ratsam, hier wirklich das Minus oben hinzuschreiben. Sonst verliert man das schnell. Dann streicht man es lieber komplett zweimal durch. Und hat jetzt minus 35 Eintel, minus 15 Eintel. Und das ist jetzt relativ leicht. Minus 35 minus 15 ist minus 50. Und ich schreibe hin plus 4. Und das ist offensichtlich minus 46. Das heißt, ich habe es wieder mal geschafft. Fragen? So, also die Probe haben wir hinbekommen. Jetzt gab es Fragen, ob man sich auch einfach selber zum Üben mal so eine Bruchgleichung basteln kann. Ich mache mal Pause und wir lassen mal von einer Schülerin eine Bruchgleichung einfach so mal hinschreiben. Mal sehen, was ihr einfällt. Ja, jetzt hat eine Schülerin gesagt, jetzt nehmen wir mal eine eklige Aufgabe. 37 Achtel x minus 50 Drittel x soll 2 sein. Was ist x? Na denn, ich glaube, weil wir keine zu großen Zahlen haben, hier kann man das gut machen, ne? Den ollen Trick hier mit etwas mal nehmen. Achtung, aber alle Glieder, links und rechts natürlich, sodass es sich schnell kürzt. Probieren wir es mal aus. So, hier hat es sich gelohnt. Und wenn ich mal 24 nehme, kann ich dann kürzen. Habe ich hier, dieser Krickel kommt vom halbschriftlichen Rechnen, habe ich 111x minus 400x ist 48. Haben die Schüler sogar gemerkt, ich habe extra mal 24 rechts weggelassen. Ja, also darf man nicht vergessen. So, fassen wir den linken Teil zusammen. Hier kommt offensichtlich etwas Negatives heraus. Ich bin im kleinen positiven Bereich und sinke um 400 runter. Das sind dann minus 289
x ist gleich 48, jetzt teile ich bloß noch, durch minus 289. Was denn? Ist dann 48, aber minus 2 8 Neuntel. Gucken wir mal, ob es richtig ist.